Und live in unserem Interviewstudio begrüße ich jetzt Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Tür. Herr Bundeskanzler, bevor wir zur Problemlösung kommen, beginnen wir vielleicht letzte Woche. Sie sagen, Sie hätten erst jetzt Mitte März mehr zufällig entdeckt, dass Österreich proportional weniger Impfstoff als andere Länder geliefert bekommt. Wie kann es sein, dass Ihre Regierung über einen der wohl wichtigsten Faktoren in der Pandemiebekämpfung offensichtlich monatelang nicht Bescheid wusste? Ich glaube, der Journalist aus Dänemark, der in Ihrem Beitrag interviewt worden ist, hat das ja sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, das war eine Blackbox, dieses Gremium. Und es war nicht nur für Journalisten schwierig, Informationen zu bekommen, sondern auch die Masse der Regierungschefs war nicht informiert. Ich habe letzte Woche mit 15 Amtskollegen telefoniert und ich kann Ihnen nur sagen, fast alle sind aus allen Wolken gefallen, weil sie natürlich nicht gewusst haben, dass in einem Beamtengremium von Gesundheitsbeamten das widerlegt wurde oder dem nicht entsprochen wurde, was die Staats- und Regierungschefs vereinbart haben. Die Staats- und Regierungschefs haben sich immer gemeinsam mit Ursula von der Leyen und auch mit dem Ratspräsidenten Charles Michel darauf verständigt, dass alle Länder gleich viel zur gleichen Zeit bekommen sollen. Das ist auch so öffentlich ausgesprochen worden. Mehrfach über mehrere Monate hat es geheißen, alle Staaten bekommen pro rata population at the same time. Das bedeutet, pro Kopf alle Mitgliedstaaten gleich viel. Dass Gesundheitsbeamte in einem anderen Gremium unter Geheimhaltung dann anderes vereinbaren, das ist inakzeptabel. Drum hat der Gesundheitsminister auch in Österreich die Konsequenzen gezogen. Aber auf europäischer Ebene sind ja andere Staaten viel stärker betroffen als wir. Und da braucht es jetzt einen ordentlichen Mechanismus, der das korrigiert. Der Gesundheitsminister sieht keine dienstrechtlichen Verfehlungen von Clemens Martin Auer, das sei hier noch angefügt. Ich würde aber gerne noch bei dieser Blackbox bleiben, die Sie auch angesprochen haben. Der Journalist im Beitrag hat nämlich auch gesagt, dass die dänische Regierung sich mit ihren Beamten sehr wohl sehr klar und gut abstimmen konnte. Die haben deswegen auch mehr Impfstoff bekommen. Ihr Kabinett sitzt dreimal wöchentlich, immer montags, mittwochs und freitags, also auch heute wieder in der Steuerungsgruppe Impfen, gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium, mit dem Bundesheer und anderen Institutionen. Auch Clemens Martin in Auer war da dabei, dreimal die Woche. Das ergibt allein heuer ca. 30 Sitzungen. Hat ihn da niemand gefragt? Selbstverständlich ist gefragt worden, dass wir gerne die Verträge übermittelt bekommen würden. Wir haben diese Verträge niemals bekommen, weil darauf verwiesen wurde, dass die geheim sind und daher nicht aus der Hand gegeben werden dürfen. Und zum anderen ist natürlich auch informiert worden darüber, was bestellt wurde. Aber der Punkt ist, Herr Tür, es geht ja nicht um die Bestellmenge. Es sind in Österreich 30 Millionen Impfdosen bestellt worden für 8 Millionen Menschen. Das bedeutet, die Bestellmenge ist ja nicht die kritische Frage, sondern es geht darum, dass die Staats- und Regierungschefs immer sich darauf verständigt haben, dass alle Mitgliedstaaten jede Woche ihren Bevölkerungsanteil ausgeliefert bekommen. Das hat der Ratspräsident zuletzt auch öffentlich am 21. Jänner so festgehalten in dem Beschluss pro rata population at the same time. Und insofern würde ich schon finden, dass wenn die Europäische Union tagelang investiert, um zu inszenieren, dass alle Länder am 27. Dezember gleichzeitig zu impfen beginnen, dann wäre es schon gut gewesen, darauf hinzuweisen, dass manche Länder im Mai fertig werden mit dem Durchimpfen und andere im September. Das ist einfach kein gerechtes System. Und noch einmal, es wird in Österreich immer so getan, als wäre das eine österreichische Frage oder ein innenpolitisches Problem. Wir sind kaum betroffen. Wir liegen hier genau im Mittelfeld der Europäischen Union. Aber es gibt Länder wie Bulgarien, die haben ein Drittel des Impfstoffes von anderen und das kann nicht so funktionieren. Aber dennoch sagen Sie, Sie hätten davon nicht gewusst. Und das verwundert einige, vor allem auch in Brüssel, denn dieser EU-Lenkungsausschuss, der ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen. Da gab es ja Beschlüsse dafür, der wurde eingerichtet nach einem Ratsbeschluss. Die umgesetzt haben dann die Gesundheitsminister, involviert waren die jeweiligen EU-Botschafter und die EU-Ministerien, also auch die vier EU-Agenten zuständige Ministerin in Österreich, Caroline Edt-Stadler. Ganz normales europäisches Prozedere, wie in vielen anderen Fällen auch. Seit 24. September 2020 ist genau dieses Prozedere auch auf der Homepage der Europäischen Kommission abrufbar. Jeder konnte das im Internet lesen. Und dennoch sagen Sie, Sie und Ihre Kabinette wussten das alles nicht. Aber Herr Tür, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie ernsthaft glauben, dass irgendein Regierungschef in Europa
zustimmen würde, dass er weniger Impfstoff bekommt als andere Länder. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendein Gesundheitsminister dem zustimmen würde. Und ich habe ja letzte Woche persönlich den Gesundheitsminister angerufen und ihn mit diesen Fragen konfrontiert. Und auch er hat mir glaubhaft vermittelt, dass er davon nicht informiert war. Aber Herr Bundeskanzler, verzeihen Sie, dass ich sehr unterbreche, weil Sie sagen, dass der Bundeskanzler, dass der Gesundheitsminister das nicht wusste. Der Gesundheitsminister hat nämlich am 20. Jänner eine Aussendung genau zu diesem Thema gemacht und hat bei der Bestellung von BioNTech-Pfizer-Dosen gesagt, Zitat, diese Gesamtmenge dient dabei als Beschleunigungsfaktor, da ein großer Teil dieser Menge nur dann bereits im zweiten und dritten Quartal 2021 geliefert wird, wenn die maximal mögliche Gesamtmenge in Anspruch genommen wird. Da hat er ja genau in diesem einen Satz das Prozedere schon im Jänner zusammengefasst. Aber ich habe mit dem Gesundheitsminister gesprochen und er hat mir glaubhaft vermittelt, dass er davon nichts wusste. Und ich kann Ihnen nur noch einmal sagen, blicken wir doch auf die europäische Ebene. Wir haben dieses Thema am Freitag aufgedeckt. Innerhalb von wenigen Tagen haben sich zahlreiche Regierungschefs zu Wort gemeldet und gesagt, so wie es ist, kann es nicht sein, denn wir haben anderes vereinbart. Der Chef des Europäischen Rates, Charles Michel, hat heute sichergestellt, dass die EU-Botschafter involviert werden. Die waren nämlich bisher nicht involviert. Heute gab es das erste Mal eine Diskussion im Coreper, also auf Ebene der Botschafter, mehrere Stunden zu diesem Thema. Und sowohl die Ratspräsidentin als auch sowohl die Kommissionspräsidentin als auch der Ratspräsident haben Vorschläge gemacht, auch in Abstimmung mit uns und vielen anderen Ländern, dass es hier einen Korrekturmechanismus braucht. Glauben Sie ernsthaft, Herr Tür, dass die Europäische Union ein Interesse daran haben kann, dass Malta seine Bevölkerung im Mai durchgeimpft hat und Bulgarien im September? Das kann ja nicht der europäischen Solidarität und der Idee des gemeinsamen Impfen entsprechen. Und es gibt 18 Länder, die hier ihre Kontingente nicht voll ausgeschöpft haben. Und es gibt insgesamt nur 4 Länder, die massiv von diesem Prozedere profitieren. Das heißt, aus meiner Sicht ist mittlerweile bewiesen, dass nur ganz wenige Länder wussten, dass es hier zu unterschiedlicher Auslieferungsgeschwindigkeit kommt. Sonst hätten ja alle Länder versucht, diese Sache für sich zu nutzen. Aber hat man nicht genau das? Wenn der Gesundheitsminister am 20. Jänner das Prozedere in der Presseaussendung beschreibt, dass man eben alle Pfizer-Dosen genommen hat, damit so schnell wie möglich kommt, dann zeigt das ja, dass Österreich genau diesen Mechanismus im Jänner ausgenutzt hat, also auch schon gekannt hatte. Das ist nicht richtig, denn der Gesundheitsminister wusste nicht, dass er im Jänner noch mehr hätte nehmen können, denn auf dem sogenannten Bazaar-Table haben andere Länder wie Dänemark stärker zugegriffen. Aber es sind nur wenige Länder, die profitieren, Malta, Zypern, Dänemark, und die Masse der Länder hat nicht so gehandelt. Also das ist ja ein eindeutiger Beweis dafür, dass die Masse der Länder dieses Prozedere so nicht gekannt hat. Denn es ist ja überall gleich, nämlich alle versuchen, so viel Impfstoff wie möglich für das erste und zweite Quartal zu bekommen. Und ganz ehrlich, was ich schon sagen muss, ich habe mittlerweile als Außenminister und als Regierungschef auf europäischer Ebene viel erlebt, aber dass ein Beschluss und eine Übereinstimmung der Staats- und Regierungschefs auf einer technischen Ebene in einer geheimen Sitzung von Gesundheitsbeamten so abgeändert wird, dass das ein massives Problem für die Europäische Union darstellt, das habe ich noch nie erlebt. Und ich bin überzeugt davon, dass wir dieses Problem lösen werden. Denn die Europäische Union hat ja allen 450 Millionen Bürgern immer versprochen, alle bekommen gleich viel Impfstoff. Und dieses Versprechen wird jetzt wahrscheinlich auch von der Europäischen Union eingehalten werden. Wir haben hier jetzt Tage investiert, um diese Situation zu bereinigen. Und ich bin sehr optimistisch, dass es uns gelingt, mit einem Korrekturmechanismus sicherzustellen, dass hier ein gerechtes System, so wie ursprünglich gedacht, geschaffen wird. Das würde für uns in Österreich einen kleinen Vorteil bringen, weil unser Schaden sehr überschaubar ist. Wir haben 400.000 Dosen Pfizer bis zum Sommer zu wenig. Die würden wir dann erhalten. Aber das Schöne ist, für Länder wie Bulgarien, wie Lettland, wie Kroatien, wie Slowenien, würde das wirklich bedeuten, dass sie endlich aufschließen können, denn es kann niemand etwas davon haben, wenn die Masse der Länder, so wie wir, ordentlich vorankommt und einige wenige Länder, konkret 5 an der Zahl, massiv abfallen und viel langsamer sind als alle anderen. Das entspricht nicht dem europäischen Geist, das entspricht nicht der Grundidee,
dieser gemeinsamen Impfaktion in Europa und das kann auch nicht so bleiben. Herr Bundeskanzler, Ihre Antworten sind sehr lang. Ich muss Sie um ein bisschen kürzere Antworten bitten, weil Sie nur vorher diesen Prozess angesprochen haben. Da sei nur angemerkt, dass sowohl die EU-Kommission als auch Österreichs EU-Kommissar Johannes Hahn bestreiten, dass es da geheime Absprachen gab und dass sehr wohl die Beamten auch Zeit hatten, zu Hause in den Ministerien nachzufragen. Die hatten 5 Tage Zeit, dann auch nochmal Rücksprache mit den Ministerien zu erhalten. Hat in diesen 5 Tagen Clemens Martin Auer nie beim Gesundheitsminister oder bei Ihnen angerufen? Bei Ihrem Kabinett und gefragt, wollen wir da vielleicht mehr? Also ich habe Clemens Martin Auer letzte Woche zur Rede gestellt und auch einige andere Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums und ich habe zunächst einmal die Situation erlebt, dass da vieles, was wir auf den Tisch gelegt haben, bestritten wurde. Es wurde einiges geleugnet und dann hat sich mehr und mehr herausgestellt, dass unsere Vorwürfe, die wir hier erhoben haben, richtig sind. Und darum finde ich es auch gut, dass der Gesundheitsminister reagiert hat, dass er den Beamten auch von seiner Funktion enthoben hat. Und ich glaube, dass die Europäische Union jetzt innerhalb von wenigen Tagen mit uns und vielen anderen Staaten gemeinsam versucht, dieses Problem zu lösen, das ist schon ein Beweis dafür, dass das keine innenpolitische österreichische Frage ist, sondern dass hier auf europäischer Ebene eine Struktur gebaut wurde, die einfach nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat. Und ich mache niemanden in Europa einen Vorwurf. Ich bin überzeugt davon, dass alle hier mit guter Absicht gehandelt haben. Es hat auch die dänische Regierung nichts falsch gemacht und sonst auch niemand. Aber es gibt einfach manchmal die Situation, dass hier Prozesse aufgesetzt werden, die am Ende nicht kontrolliert werden. Denn wenn irgendjemand politisch draufgeschaut hätte am Ende, dann hätte doch der Blinde festgestellt, dass es nicht gut sein kann, wenn Malta im Mai die Bevölkerung durchgeimpft hat und Bulgarien im September. Und das hätte doch jeder festgestellt, dass das ein Problem ist, wenn die Staats- und Regierungschefs beschließen, alle bekommen gleich viel Impfstoff zur gleichen Zeit und im Ergebnis kommt ganz was anderes raus. Aus meiner Sicht also hat insbesondere diese Geheimhaltung in dem Gremium, diese Blackbox, dazu geführt, dass hier ein nicht gewünschtes Ergebnis erzielt wurde, aber ich richte den Blick immer gern nach vorn Herr und ich bin sehr optimistisch, Herr Bundeskanzler, dass es für diese Blackbox, gelingt, das zu lösen. Für diese Blackbox gab es ja zahlreiche Kontrollmechanismen. Da war das Gesundheitsministerium zuständig, die europäischen Schlüsselstellen auch in Österreich waren mit eingebunden. Die Mitglieder der Bundesregierung sind die obersten Organe der Bundesverwaltung. Wer ist dafür verantwortlich, politisch? Der Gesundheitsminister hat mir am Telefon, als ich ihn mit all diesen Fragen konfrontiert habe, glaubhaft vermittelt, dass er diese Informationen von Clemens Martin Auer nicht erhalten hat. Und insofern habe ich keinen Grund, daran zu zweifeln. Und ich würde sie noch einmal ersuchen. Ich weiß, als Innenpolitikjournalist sieht man alles immer gerne durch die innenpolitische Brille. Aber es muss doch auch Ihnen aufgefallen sein, dass in den letzten Tagen, seitdem wir das am Freitag öffentlich gemacht haben, eine enorme Dynamik in Europa entstanden ist. Es muss Ihnen doch aufgefallen sein, dass in stundenlangen Sitzungen hier nach einer Lösung gesucht wurde. Und es muss Ihnen doch auch aufgefallen sein, Herr Thür, dass wir einer Lösung mittlerweile sehr nahe sind. Das heißt, ich würde es als etwas verkürzt empfinden, so zu tun, als wäre das ein Problem nur im österreichischen Gesundheitsministerium. Denn wir liegen, was das Impfen betrifft, in Europa im Mittelfeld. Wir sind von diesen Fehlern hier kaum betroffen. Wir sind beim Impftempo in der letzten Woche sogar auf Nummer 5 in der Europäischen Union gewesen. Aber wir wollen einfach nicht akzeptieren, dass es hier gleiche und gleichere gibt. Wir wollen nicht akzeptieren, dass Nachbarländer von uns massiv zurückfallen und im Vergleich zu anderen Ländern hier einen massiven Nachteil erleiden. Herr Bundeskanzler, das hatten wir schon. Jetzt haben Sie angekündigt, dass es wahrscheinlich eine Lösung geben wird. 400.000 Dosen stehen für Österreich möglicherweise bereit. Haben Sie dafür eine Mehrheit unter den Mitgliedstaaten? Ich gehe davon aus, dass wir da eine Einigung zusammenbringen. Die Mehrheit wäre kein Problem, Herr Thür, die haben wir schon lang dafür, denn jeder Regierungschef will natürlich, dass das auch gilt, was er vereinbart hat und nicht irgendetwas anderes. Bis wann werden die Dosen kommen? Und jeder, der die Europäische Union schätzt und auch möchte, dass sie in Zukunft funktioniert, kämpft hier gegen diese Ungleichheit. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir hier sicherlich in den nächsten Wochen eine Einigung zusammenbringen. Und die technische Lösung, die es derzeit gibt, die angestrebt wird,
würde bedeuten, dass mit 10 Millionen zusätzlichen Dosen von Pfizer im zweiten Quartal, also zwischen April und Juni, die Defizite ausgeglichen werden, die einige Mitgliedstaaten haben. Wir bekommen ohnehin bis Ende Juni über 8 Millionen Dosen. Das heißt, die 400.000 zusätzlichen Dosen, die wir erhalten, die sind natürlich für uns gut. Aber wirklich relevant ist es für Länder wie Bulgarien, denen derzeit zum Beispiel über 2 Millionen Dosen fehlen. Jetzt gibt es noch ein zweites Problem an der Impffront, nämlich der Impfstoff von AstraZeneca wurde in vielen europäischen Ländern gestoppt. Wir warten alle auf eine Entscheidung der EMA morgen. Was würde das denn für den österreichischen Impfplan bedeuten, wenn die EMA empfiehlt, nicht mehr mit AstraZeneca zu impfen? Also zunächst einmal gehe ich nicht davon aus, dass die EMA empfiehlt, nicht mit AstraZeneca zu impfen, denn die EMA hat selbst diesen Impfstoff zugelassen und die EMA hat erst vor wenigen Tagen gesagt, dass sie volles Vertrauen in diesen Impfstoff hat. Auch die österreichischen Experten, auf die ich vertraue, haben gesagt, dass der Impfstoff gut und sicher ist und weiter verwendet werden soll. Und für Österreich und für ganz Europa ist das extrem relevant, Herr Thür, denn Sie müssen sich vorstellen, rund 35% des europäischen Impfstoffes ist von AstraZeneca. Das bedeutet, wenn AstraZeneca weiter verwendet wird, wovon ich ausgehe, dann können wir alle Menschen in Europa, die sich impfen lassen wollen, bis zum Sommer impfen. In Österreich haben wir 7,5 Millionen Menschen, die geimpft werden können, also die älter als 16 Jahre sind. Wir rechnen damit, dass sich rund 2/3 impfen lassen wollen. Das sind rund 5 Millionen Menschen und wir bekommen im ersten und zweiten Quartal, also noch vor dem Sommer, über 8 Millionen Impfdosen. Das bedeutet, wir können bis zum Sommer jedem Österreicher, der sich impfen lassen möchte, eine Impfung anbieten und können, so wie von mir im August auch prognostiziert, im Sommer zur Normalität zurückkehren. Und insofern wäre eine negative Entscheidung zu AstraZeneca ein massiver Rückschlag, aber ich erwarte sie nicht, sondern ganz im Gegenteil, es sterben täglich in Europa über 1000 Menschen an Corona. Das heißt, die Gefahr ist dieses Virus und nicht der Impfstoff. Herr Bundeskanzler, vielen Dank für den Besuch im Studio und schönen guten Abend. Ich danke Ihnen.